Kann ich einfach dran vorbei? Oh ja, Tatsache. Oh, da ist auch ein Schatz. Na gut, komm, dann machen wir mal. Guck mal, du hast mich doch gar nicht gesehen. Das ist doch jetzt eigentlich ein Trumpfschlag. Oh ja, perfekt. Einfach nur perfekt. Oh ja. Oh, dieser Behemoth, der ist voller Marsch. Muss man ja aber gar nichts machen. Oh, um ehrlich zu sein, darauf bin ich ja eigentlich noch gar nicht eingegangen. Final Fantasy 13 ist ja im ersten Moment erstmal ganz stumpf, was das Kampfsystem angeht. Eigentlich ist es bei jedem Final Fantasy so. Eigentlich braucht man Final Fantasy 13 da eigentlich gar nicht blame. Also bezüglich dieses ganze Zeit Angriff, 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 Angriff. Ich meine, das ist bei den anderen FFs genau das gleiche im Prinzip, nur dass hier automatisch auch noch Spells und andere Züge, Fertigkeiten ausgewählt werden. Mit dem Unterschied aber hier ist, sag ich mal, dass man später einfach mal gekonnt die Paradigmas zum richtigen Zeitpunkt, sage ich mal, halt switcht und da halt auch bestimmte eigene Kombinationen da mal ausprobiert. Ansonsten ist das Kampfsystem eigentlich relativ sehr, sehr simpel gehalten hier in FF13, muss man schon ganz ehrlich sagen. So. Aber ist mir einfach so aufgefallen. Ich wollte ja erst eigentlich ein bisschen so drüber herziehen und sagen so, guckt mal an, wie stumpf das theoretisch ist. Ich drücke ja eigentlich die ganze Zeit nur eine Taste. Hin und wieder drücke ich L1 und switche einfach mal ins andere Paradigma und mehr ist das nicht. So gesehen ja, allerdings ist mir aufgefallen, bei den anderen FFs mache ich auch nicht viel mehr. Oder nicht wirklich viel mehr. Deshalb darf man das da gar nicht so schräg sehen, denke ich. Oder so eng. So, danke erstmal für deinen Protest. So, jetzt ist mal Hope im Heilen. So, perfekt. Examination, so, können wir erstmal den Kriecher kaputt machen. Und jetzt sind wir hier, danke. Manipulator fände ich nicht schlecht. Kann einer von euch beiden nicht zufällig aber mal ganz schnell Manipulator erlernen? Das würde die Kämpfe halt nochmal ein bisschen beschleunigen. Oh, warte mal, aufschließen ging einfach mal ins Nichts. Was ging denn bei dir jetzt ab für einen Film, Mann? Jetzt hat er das richtig auf Hope abgesehen. Hope, ich glaube, der mag dich nicht. Wann hast du den getan? Oh. Oh, mein lieber Hope. Jawohl, okay. Ich glaube, ich muss dich nicht retten. Ich glaube, du rettest dich alleine. Oh nein! Puh! Lebe! Lebe, Hope! Lebe, Hope! So, ich werde dich jetzt nämlich nicht heilen, das musst du jetzt irgendwie überleben. Kriegst du auch locker hin. Wenn ich vertraue darauf. Na, sehr gut. Und nochmal 194 Kristarium-Punkte. Genau so stelle ich mir das vor. 8 Violen Duftöl erhalten. Want something? Yes. Roast Beef, Hühnchen, Pizza. Und noch alle, was dazugehört. So, machen wir die platt. Müssen wir die platt machen? Ja, ich könnte natürlich weiterlaufen, aber dann würde ich ja verpassen, was hier ist. Und irgendwas scheint hier ja zu sein. Ja, gut. Oh nein, da kommt Behemoth gleich runter. Lass mal erst den hier kaputt machen. Ja, natürlich, jetzt ist ja auf einmal unten. Ich glaub's ja nicht. Alter, spinnt's ja wohl. Oh, jetzt sollte ich hier eigentlich aufpassen. Ich mach das mal so. Ein Heiler, einer ist Augmentor. Oder auch nicht. Ich will ja nicht den ganzen Fortschritt hier verlieren. Wobei, ist gleich gut. Heilung kommt gleich, Heilung kommt gleich. Halt noch kurz aus, Hope. So, jetzt. Lass dich selber heilen. Ausschließen. Oh, jetzt kommt's. Heilung bitte, dankeschön. Ich danke dir. So, aber bevor wir wirklich jetzt ernsthaft weitermachen, bitte dich darum, mich noch einmal ganz kurz zu heilen. Dankeschön.
Dann verwenden wir jetzt einmal Doppelsequenz. Das sollte einfach mal passen. So sollte der schnell in Schock reingehen. Komm schon. Bisschen. So, und exterminieren, my friend. So, Hope ist gerettet. Ganz offiziell. So, wir haben wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ein paar KP gesammelt. Ich denke mal, ich werde im Menü gleich erstmal wieder ein bisschen was ausgeben. So, gucken wir mal. Schutzamulett. Ja gut, was kann das Schutzamulett? Test 1, 2, 3, 4. Moment, Autoselektion, auch mal ganz nett, so ein Feature. Floor in Notlage. Was ist ein Floor? Ist Floor so was wie Regener? Muss das irgendwie so verstehen? Oh, warte mal. Ich sehe es, 900 Punkte. 900 Punkte ist nicht schlecht. Gut. Du bist hier fertig gelernt. Deine Heilerrolle hast du gemeistert. So, Brecher hast du auch gemeistert. Fehlt nur noch Verheerer. So, Elektroschlag. Jawohl. Da lernst du was auf einmal. So, Moment. Haben wir das hier unten gelernt? Warte, mir kommt so vor, als ob wir das nicht täten. Okay, sehr gut. Ich wollte gerade nämlich sagen, irgendwie fehlt da was. So, Verheerer kannst du ganz gut. So, Magie 3 von 4. Das heißt, hier fehlt ein Spell. Beben. Oh. Beben ist, glaube ich, ein ganz guter Spell. Ich glaube, das sollten wir denen wirklich geben. Und Rollenstufe aufgewertet. Oh ja, Accessoire. Stimmt, da war ich stehen geblieben. Und die kriegst du auch fast die nächste Rollenstufe. Sehr geil. Hope. Du kriegst von mir Ballum in Notlage. Hm, naja, okay. Schutz. Flora Notlage vielleicht. Ja, vielleicht. I don't know. Ich weiß gar nicht, was Flor gerade bringt. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Sehen wir gleich. Denke ich. So, sollen wir die jetzt auch noch platt machen? Na, ich tendiere eher zu nein. Kein Schatz, kein Schatz. Gut, dann aber weiter spazieren. Meine Güte, ich habe das Gebiet wirklich nicht so groß in Erinnerung. Boah, nicht schlecht. Das ist schon krass eigentlich. So. Ja, ich frag mich auch, was wrong ist. Alles gut, denke ich, oder? Ja, hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt. So, Optimierungsareal. Dankeschön. Da, und Abmarsch. Weiter geht's. Was haben wir hier? Yeah, mehr von diesen hässlichen Schakalen. Ah, ich freue mich ja so auf die. Mensch, 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 ey. Das sind irgendwie nervige Gegner. Aber auch nur wegen dem Gift. Ansonsten habe ich nichts gegen euch. Aber ihr seid trotzdem nervig. So, mal gucken. Die sind ja gar nicht anfällig gegen sowas wie Beben oder so, ne? Gegen Erde, nö. Ansonsten wäre das ganz nice wahrscheinlich jetzt gerade. Ich glaube nämlich, dass Beben eigentlich so ein Flächenzauber ist, oder? So wie Feuer. Ich denke mal schon, dass das Ding zwei Slots wahrscheinlich braucht zur Aufladung. Und klasse, die sind vergiftet. Na ja, klar. Ich habe ein Obvious in der Haus. Oh, das ist wohl gar nicht das, was ich machen wollte. Das könnte kritisch enden. Oh, sehr gut, ey. Partikularattacke. Ja, das Ding. Die hätten mich schon 10-mal vergiftet, glaube ich. Giftreißer, dankeschön. Extermination. Oh, wenigstens hat Lightning eigentlich Protest, ey. Sonst würde ich ganz halt viel mehr Schaden kriegen. Ist eigentlich ein Glücksfall, dass ich für einen ganz kleinen Moment auch Mentor war. Huh.
Die sind echt zäh, muss man schon sagen. Boah, und mir ist so heiß, Alter. Das gibt's gar nicht. Normalerweise läuft der ganze Zeit mein Ventilator im Hintergrund, aber wenn man gerade am Aufnehmen ist, dann schaltet man für gewöhnlich den Ventilator aus. Und ja, natürlich ist er auch gerade ausgestellt. Und es ist ja halt eben gerade das Problem. Ich sitze hier aber nur und... Oh, ich gehe total ein. Easy. Huch, was ist denn hier passiert? What happened here? Bad luck. They came looking for us and found something worse. We can't just leave them like this. Don't touch anything. Control your emotions. If you want to survive, you forget about sympathy. How can I explain? Think of it like a strategy. Focus on your ultimate goal and shut out everything else. Still your mind. Move on instinct. Let doubt take over, and despair will cripple you. Strategy. Good. I'll take anything to help me get through this. I'll call it Operation Nora. Nora? My mother's name. Your revenge? Yes. Don't tell me. I know getting revenge on him won't bring her back. I know that! But sorry won't cut it. Snow didn't kill your mother. The Sanctum did. Whose side are you on? Side of truth. Fine. I'll fight the Sanctum with you. I'll learn to survive. How can you judge someone else when you know that you're the same? Even I have dark secrets. Secrets I'd rather forget. Oh, was war denn das für ein Apparat da gerade auf dem Boden? Jesus, die haben doch wohl nicht alles mitgehört jetzt? Eieieiei. Not good, not good. Definitiv not good. Okay, hier haben wir Gardisten. Mit den schönen Elektroschocker da in der Hand. Oh, die halten sogar was aus. Was ist denn mit denen kaputt? Was haben die denn für einen Buff oder Debuff? Was ist das? Eine Flamme und so ein Dings. Und so ein Schwert dadurch. Heißt das, sie sind irgendwie immun gegen Feuer? Adfoy? Adfoy-Tech? Hat sie irgendwie Adfoy? Adfoy ist nicht Exfoy. Nicht ist das irgendwie so ein Buff, dass man mehr Schaden, mehr Feuerschaden macht, oder? Das macht mehr Sinn in dem Fall. Ja, doch. Also wenn ich mir einfach mal gucke, wie viel Schaden die machen, dann... Kann ich das schon eher glauben. So, die sind natürlich Eis, immun gegen Feuer. Obwohl das auch, ne? Ach, I don't know. Muss ich alles verstehen, oder? Ach, komm, mach dich vom Wacker, my friend. Ja, die brauchen... Gegen die müssen wir wieder ein bisschen länger kämpfen. Die haben ein bisschen mehr auf dem Kasten. Oha. Da haben wir den Motorrad. Ein Motorrad müssen wir bekämpfen. Ah, ich hasse diese Teile. Wobei,
die noch gar nicht so schlimm sein dürften, nein, theoretisch. Aber später, die haben eine Fähigkeit, ne? Da laden die einfach so eine Attacke auf und machen da einfach so und dann, ja, geht der Hauptcharakter so einfach mal so sterben. Ich weiß aber noch nicht, ob diese Motorräder fliegenden Dinger das hier gerade machen. Oder schon können. Kann natürlich gut sein. So, was dagegen helfen würde, um uns davor zu schützen, zumindest als Nicht-Verteidiger, wäre Protest, würde ich sagen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, well, I don't know. Aber wie gesagt, ich sehe gerade sowieso nichts, dass dieses Motorrad hier jetzt das Ding auflädt, die Attacke. Das sieht man eigentlich normalerweise. Das dauert ein bisschen länger. Aber die sind ganz nett. Scheint es. Scheint so zumindest. Schuppesalbe, mal gucken. Ist es das, was ich meine? Oder ist es nicht das, was ich meine? Das ist hier die Frage. Ich will es gar nicht herausfinden. Ich mache ihn einfach schnell platt. Genau. Besser ist das, ey. Nicht, dass ich hier gleich so ein böses Erwachen habe. So, gibt es hier irgendeinen, der irgendwie anders ist? Der Schütze. Den sollten wir als erstes erledigen, glaube ich. Irgendwas ist verkehrt mit dem, das sehe ich auch. So, bevor wir herausfinden konnten, was der so genau macht. Ich glaube, der schießt irgendwie bei so, keine Ahnung, Raketen oder so ab. Und macht damit richtig viel Schaden, wenn man den machen lässt. Deswegen ist es schon ganz gut, so wie es ist. So, Rundumschlag trifft wahrscheinlich alle. Sehr gut. Sehr geil. Sehr geil, aber nur. Autsch, das tut weh. So, du kannst mich gerne nochmal kurz heilen, wenn du Lust hast. So, dich selber dann auch nochmal. Und dann switche ich wieder um. Gut. Extermination. Und den letzten. Eben fix ausradieren. Oh, was sehe ich da? Wenn das nicht ein Schätzchen ist. Na mal, der war auch nicht. Na, gucken wir. Ein Eternicum. Ein Eternicum, ja, okay. Das frischt die MTP auf. Ach so. Ja, okay. Das macht Sinn. Jut, jut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen ab diesem Punkt erstmal ein kleines Poiskin. Und ich sage an der Stelle dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Shardox. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Und ansonsten, wie wäre es mit einem Kommentar, ein Abo oder sowas? Ah, würde mich freuen. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.